Der Tod ist zu allen durchgedrungen. Römer Kapitel 5, Vers 12, Übersetzung Schlachter 2000. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Was verdorben ist, kann seinen Sinn und Zweck nicht mehr erfüllen. Die Sünde knechtet, Römer 6, 16, und macht somit absolut unfähig, Gott zu suchen und zu finden und ihm zu gefallen, weil wir durch die Sünde verraten und verkauft sind, Römer 7, 14. Wir sind Gottes Feinde geworden und fragen nicht nach Gott, weil wir in unserer Schuld vor Gott nicht lebendig, sondern eben mausetot sind. Römer 5, 10 und Römer 7, 11. Die Sünde tötet. Und eine Frage könnte lauten, wie tot muss man also sein, um nicht mehr nach Gott fragen zu können, beziehungsweise sich zu bekehren? Es ist klar, worauf das hinausläuft. Adam, der erste Mensch, hatte tatsächlich vor dem Sündenfall so etwas wie einen freien Willen. Nachdem er und Eva vom Baum des Lebens die verbotene Frucht gegessen hatten, war es aber mit dem freien Willen sozusagen vorbei. Sie sind geistlich gestorben. 1. Mose 2, 17. Das bedingt nämlich die Trennung von Gott. Sünde trennt. Der Apostel Paulus hat als gläubiger Mensch diese Erfahrung des unfreien Willens am eigenen Leib erfahren. Er schreibt in Römer 7, 18 bis 19: Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Selbst das Wollen muss von Gott kommen. Aber das allein reicht auch nicht aus, sondern ebenso das Vollbringen kann nur Gott bewirken. Philipper 2, 13. Auch gerade unser Wille ist der Sünde gegenüber nicht unberührt geblieben. Wir können mit unserem eigenen Willen nicht Gott, sondern letztlich nur der Sünde dienen. Und die Bibel ist da ganz eindeutig, wenn sie sagt, dass ein natürlicher Mensch nicht nach Gott fragt. Und das betrifft uns alle. Es ist gerade unser Wille gewesen, der uns vor Gott schuldig gemacht hat. Paulus bringt es sachlich in Römer 7, 25 auf den Punkt, wenn er sagt: So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. John Nelson Darby, der hat von 1800 bis 1882 gelebt, er war Engländer, schrieb einmal: Dieses neuerliche Aufbrechen von freiem Willen unterstützt die Anmaßung des natürlichen Menschen, er sei nicht ganz und gar verloren. Und wer diese Ansicht hat, der steht sich sozusagen selbst im Weg und kann die Gnade in Jesus Christus einfach nicht erkennen und einsehen und verstehen, wenn er meint, dass er es gar nicht so sehr nötig hat, von seinen Sünden erlöst zu werden. Wenn, wie in Galater 6, 15 steht, dass Gott nur der neue Mensch in Jesus Christus gilt, dass ihm das wichtig ist und dass das ist, worauf er eingehen kann, dann wissen wir, dass im Grunde nichts älter sein kann als die Sünde. In Jesus sind wir aber eine neue Kreatur und das Alte ist vergangen, steht in 2. Korinther 5, 17. Das ist aber kein passiver Zustand, sondern ein neuer Zustand, der neues Leben in sich trägt und sich danach ausstrecken kann, weil Gott durch seine Liebe und seine Gnade in uns die Gerechtigkeit Jesu Christi sieht und anerkennt. Paulus schrieb seinem treuen Mitarbeiter Timotheus, woran er und wir glauben sollen und dürfen. In 2. Timotheus 1, 9 bis 11 heißt es: Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung
unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. William MacDonald schreibt dazu in seinem Kommentar: Wenn Menschen mit einem sündhaften Wesen geboren werden, wie kann Gott sie dann für das verantwortlich machen, was sie tun? Viele Ausleger haben mit diesen Fragen und einer Menge ähnlicher Probleme gekämpft und haben eine erstaunliche Zahl unterschiedlicher Schlüsse gezogen. Doch es gibt bestimmte Tatsachen, derer wir uns sicher sein können. Zunächst einmal lehrt die Bibel, dass alle Menschen Sünder sind, sowohl von ihrem Wesen her als auch durch ihre Praxis. Jeder, der von menschlichen Eltern geboren wird, erbt Adams Sünde und sündigt auch aus seinem eigenen Willen heraus. Zweitens wissen wir, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, sowohl der leibliche als auch die ewige Trennung von Gott. Niemand muss die Strafe für die Sünde erleiden, es sei denn, er wählt diesen Weg. Das ist eine wichtige Tatsache. Um einen enormen Preis sandte Gott seinen Sohn, damit er als Stellvertreter für die Sünder sterben sollte. Die Erlösung von der Sünde und ihrem Lohn wird uns als Geschenk durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus angeboten. Der Mensch wird aufgrund dreier Tatsachen verurteilt. Er hat ein sündhaftes Wesen, weil ihm Adams Sünde zugeschrieben wird. Und er ist Sünder durch sein praktisches Verhalten. Doch seine schlimmste Sünde ist die Ablehnung der Erlösung, die Gott für ihn geschaffen hat. Worum geht es also? Für einen Christen sollte es keine Frage mehr sein, dass er ein begnadigter Sünder ist. Er ist durch den Glauben an das ewige Evangelium gerettet, erlöst und gerecht geworden. Die Frage ist, wie weit geht dieser Glaube? Wie weit reicht diese allumfassende Gnade in mein Leben und meinen Alltag hinein? Was verstehe ich wirklich unter Gnade? Wenn dieser Glaube nur ein Teilaspekt meines Seins und Werdens ist, der für einen bestimmten Teil meiner Seele zuständig scheint, dann geht das nicht weit genug. In Johannes Kapitel 3, Verse 17 bis 18 stehen die bekannten Verse. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wer verstanden hat, dass er von Gott aufgrund seiner Ablehnung von Gottes Gnadengeschenk durch den gekreuzigten Heiland Jesus Christus mit Recht gerichtet werden kann und wird, der ist im biblischen Sinne dann auch gläubig und errettet, wenn er dies im Glauben annimmt. Und das tut er, wenn er damit in seiner Seele berührt wird, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und dazu kann ich dann aus freien Stücken mit eigenem Willen Ja und Amen sagen. Aber sozusagen ist der Heilige Geist auch ein Gentleman und drängt sich nicht auf. Entsprechend kann man dann auch das verstehen, was in Offenbarung 3,20 steht, nämlich: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Aber dass Jesus Christus vor der Tür steht und anklopft, ist nicht mein Entschluss gewesen. Es ist im Grunde ganz einfach. Johannes 3,36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und damit das geschieht und ein Mensch wahrnimmt, dass Jesus vor der Tür steht, gab und gibt es den Missionsbefehl, Markus 16,15, und das Versöhnungsangebot, auf das wir Christen die ungläubigen Menschen hinweisen sollen, 2. Korinther 5,20. Und ebenso sollen wir dafür beten, dass das Evangelium unter die Leute kommt. In Matthäus 9,36 bis 38 heißt es von Jesus: Als er aber die Volksmenge sah,
empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. William MacDonald schreibt hierzu: Eine große geistliche Ernte war einzubringen, doch der Arbeiter waren wenige. Dieses Problem besteht auch heute noch, wie es scheint. Die Not ist immer größer als die Arbeitskraft. Der Herr Jesus befahl den Jüngern, den Herrn der Ernte zu bitten, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Man beachte hierbei, dass die Not nicht unbedingt einen Ruf bedeutet. Arbeiter sollten nicht gehen, ehe sie nicht gesandt sind. Aber beachten sollten wir auch, dass hier steht, dass Gott der Herr der Ernte ist, nicht wir. Nicht jeder muss oder kann als Missionar in fremde Länder gehen. Nicht jeder muss auf eine Bibelschule gehen und dort ausgebildet werden. Aber jeder Christ kann und soll Zeugnis seiner Hoffnung sein und Rechenschaft über seine begründete Hoffnung geben können, wenn diese von ihm gefordert wird. 1. Petrus 3,15. Dazu sollen wir bereit sein. Und wie notvoll das gerade jetzt erscheint, bleibt vermutlich kaum verborgen. Wir sind als Christen oft schwach, wankelmütig und angefochten. Aber Gott weiß das. Trotzdem soll uns das keineswegs entmutigen und umso mehr eine Retterliebe zu den verlorenen Menschen aktivieren. Was wir immer tun können, ist, unsere Schwachheiten zu bekennen und auch für bestimmte Menschen in der Fürbitte einzutreten. Gott hat versprochen, dass er ein ernstliches Gebet erhört. Jakobus 5,16. Zum Abschluss ein paar eindringliche Worte, die in Judas 23, 20 bis 25 aufgeschrieben wurden. Da heißt es: Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.